Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von OMSI 2, den Onimusator. Heute sind wir unterwegs in Bremen, da kam ein Update raus und zwar gibt es Texturverbesserungen, Performanceverbesserungen und Objektverbesserungen auch noch dazu wurde wohl gemacht. Und ja, wir sind unterwegs mit dem München MAN, auch ein sehr cooles Fahrzeug eigentlich, muss man mal sagen. Ja, wir fahren Linie 98 nach Hammersbeck. Eine kurze Linie auf jeden Fall. Und ja, genau, wir könnten auch übrigens hier auch diesen Busanhänger dran machen, also wo auch noch Leute einsteigen können. Ja, genau, wir sagen, schwingen wir uns drin und dann geht's auch schon los hier. Ich hoffe, von der Tonqualität her passt es, dass das nicht zu laut ist, aber ich denke mal, das passt schon alles. Melden uns mal schnell noch an hier. 27, 9, 14 und die 67, 2, 13. Dann haben wir es eigentlich, genau. Müssen wir langsam mal hier losfahren, weil wir haben schon ein bisschen Verspätung. Genau. Düsen wir mal los hier. Ja, wir haben keine Kasse drin, tatsächlich, wir haben nur dieses Ibis-Gerät. Wir haben nämlich dafür hier diesen Fahrkartenautomat. Ja, Verkauf ist gesperrt, läuft. Auch der ist echt gut texturiert eigentlich, also sieht ganz gut aus. Schauen wir mal, was hier an Textur neu ist, so auf der Karte. Ja. Also mir fällt erstmal nichts auf. Fahren die Version Bremen Modern. Ja. So. Ja, also ich habe das Gefühl, dass es wirklich besser läuft von der Performance. Also das fühlt sich schon mal echt gut an. Was ich gerade noch sagen wollte, wir fahren übers Bremen Nordmodern, habe ich ja gesagt. Und da haben wir auch den neuen Bahnhof Blumenthal. Müsste sein, dass er neu gemacht worden mal vor ein paar Jahren. Es gibt auch die alte Bremer Version, da haben wir auch den alten Bahnhof dann noch. Da ist auch hier der Busbahnhof noch mit dem ganzen Dach. Ja, und kennt man ja auch, man hat verschiedene Fahrplanversionen. Wir fahren jetzt Fahrplan Bremen ab 2018. Das Datum. Ja, also doch, das Update hat sich gelohnt, habe ich. Also doch, das läuft viel besser. Ich meine, klar, an manchen Stellen wie jetzt gerade war es wieder eine Katastrophe, aber ansonsten, das ist ja ein großer Unterschied. Also man empfiehlt halt schon. Man empfiehlt ja schon den 4 GB Patch zu installieren. Auch das sollte man dann wieder nach dem Update tun, weil sonst ist er nicht mehr aktiv.
Moin. Also man muss sagen, das Fahrzeug eigentlich von allen älteren Line Cities, sage ich mal, von MAN ist das ja echt das Schönste so. Schönes Dashboard, sage ich mal, schön gestaltet. Dann auch der Sound ist eigentlich relativ in Ordnung. Ja, doch, ist schon echt ganz gut. Mahlzeit. Moin, Tiet. Moin. Hallo, guten Tag. Mahlzeit. So, da erreichen wir auch gleich schon unseren letzten Halt. Genau. Von dort aus, von Hammersbeck hier, wie sich dieser Stadtteil, denke ich mal, nennt, geht es dann halt weiter Richtung, ich glaube, Richtung Bahnhof geht es dann wieder, würde ich behaupten. Oder es ging, glaube ich, weiter, ich weiß es gerade nicht. Aber wie gesagt, also die Karte läuft echt gut jetzt mal. Das ist schon sehr cool. So, hoffen wir mal, dass wir hier irgendwie durchkommen. Ja, und damit würde ich sagen, war's das mal wieder mit dem kurzen Netz. Belässt doch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Einen guten Kommentar, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.